Schwarz. Alle guten Daily Vlogs fangen mit einem schwarzen Bildschirm an. Oh, es ist Montag. Ich habe mir meinen Rücken gebrochen. Womit machst du deine Haare? Zieht ihr euch die Videos lang genug rein? Seid ihr danach alle? Leute, da fliegt euch der Hut weg. Alle jetzt so. Das Geheimnis ist eigentlich, du musst deine Haare machen lassen, was sie wollen. Ich erst mal hier die Rollade hoch machen. Oh, so, sehe ich auch mal, wie auch mein Schreibtisch wird immer leer, habe ich das Gefühl. Ja, Freunde, was machen wir denn heute? Hä? Das kann ich euch sagen. Heute beantworte ich endlich alle eure Fragen und die Sachen, die ihr da unten in die Kommentare geschrieben habt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Sehr, sehr geil. Meine Stimme ist übrigens so weg, weil ich gestern auf dem Seminar so gefeiert habe. Das war richtig gut. Ich beantworte jetzt gleich erstmal eure Fragen. Also, uns das doch mal rein, wenn hier der Superrechner hochgefahren ist. Dauert noch eine Sekunde. Ich glaube, so lange mache ich mir einen Cappuccino, oder? Gute Idee. Ich hab's drauf. So, jetzt bringe ich den Mädels noch einen Kaffee und dann gucken wir mal, was wir zusammen machen hier. Warum brummt das da in der Ecke immer so? Ich weiß gar nicht, ob das am WLAN liegt oder am Bluetooth, aber auf jeden Fall, wenn die Kamera hier steht, brummt das immer. Weiß einer von euch, warum das so ist? Mach hier mal WLAN aus, deaktivieren, ist ja noch ein Kabel drin. Oh, also kein Mensch. Und dann schauen wir mal. Also, kommt doch mal, oh, nee. Jetzt koche ich Eier. Komm, ein bisschen über hier, die Kumpels. Zack. Vielleicht Stufe 4, Stufe 3. Stufe 3, komm schon. 3 muss doch okay sein. 4. Ja, 4 ist super. 4 ist genau richtig. Dann schmeißen wir mal an den Vogel hier. Hatte, hier gehen wir mal. So, also rufen wir die Kanäle mal auf. Was sind wir denn hier in D-Max? Abenteuer Autobahn. Ach ja, zieht's euch rein. Hier, Staffel 1, Episode 15. Mit uns. Genau. So, wo ist denn das hier? Zack, zack, zack. Da. So, wo? So, wo ist es denn da? Immer Musik schwarz. Alles schwarz. Erste Frage. Das ist es, fragt. Kurze Frage. Womit machst du deine Haare? Also Leute, ganz ehrlich. Ihr werdet es nicht glauben. Ich glaube, ihr werdet es wirklich nicht glauben. Also seit ich... Ich weiß gar nicht, ob ich Fotos habe. Ich suche mal, wenn ihr da Bock drauf habt, suche ich mal Fotos raus. Also als erstes mal hatte ich... Ich hatte normale Haare. Ich habe ja Locken, so seht ihr, ne? Also das sind Naturlocken übrigens. Dann hatte ich mal eine Glatze. Sehe ich richtig scheiße aus, wie so ein verkackter Nazi. Wie so ein, weil ich habe so einen kleinen Spatzenkopf und dann sieht richtig kacke aus. Glatze. Dann hatte ich kurze schwarze Haare. Frag mich nicht, warum. Ich hatte da irgendwie Bock drauf. Also erst waren die lang und schwarz. Ich habe die einfach gefärbt. Dann habe ich gesagt, nee, sieht scheiße aus. Also mache ich die kurz. Sah auch scheiße aus. Dann hatte ich, ich glaube, ich hatte auch mal rote Haare. Weil das war eine ganz verrückte. Und ganz kurz auch mal grüne Haare. Über die Farben brauchen wir gar nicht sprechen. Danach hatte ich mal Cornrows. Und danach hatte ich mal Rasterlock. Pass mal auf, ich meine... Meine Tante hat immer noch ein Profilbild von mir mit Rasterlocken. Schade, ne, hat sie geändert, jetzt hat sie ein anderes. Ich finde das, also so lange, weil, wisst ihr, so Dread-Dinger da? Ja, Cornrows hatte ich auch. An den Seiten Glatze, da Glatze. Früher wollte ich immer coole Frisuren haben und meine Haare drehen sich immer, wie die wollen. Bis ich das verstanden habe, dass die ein Eigenleben haben, hat etwas gedauert. Dann habe ich sämtliche Wachsgel. Es ist Creme. Ja. Manchmal benutze ich CD-Creme, gibt es glaube ich im Rewe. Und manchmal benutze ich. Heute Morgen habe ich. Wie heißt das Zeug? Spülung! Ich bin aufgestanden. Ihr habt ja im letzten Video, ich mache mal da oben eine Verlinkung fürs letzte Video, habe ich am Ende diese Sturmfrisur morgens. So sieht das aus, wenn ich morgens aufstehe. Und dann habe ich einfach Spülung genommen, zack, und da reingeschmiert und jetzt sehe ich so aus. Also es ist kein Geheimnis. Das Geheimnis ist eigentlich, du musst deine Haare machen lassen, was sie wollen. Denn die haben ein Eigenleben. ich gehe auch davon aus, dass eure Haare das haben. Ey, natürlich ist das, man muss ja so ein bisschen, ne, also du kannst ja nicht alles wachsen lassen, dann siehst du ja aus wie ein Busch. Aber ich will jetzt nicht sagen, eure Haare wollen euch was sagen, aber ihr seid gut so, wie ihr seid. Versucht nicht, also ich hab's ja versucht. Ich habe ja kurze Haare, lange Haare, Cornrows, Rasterlocken, grüne Haare, blaue Haare, gelbe Haare, grüne Haare,
alles, ich habe alles gemacht und am Ende stelle ich fest, wenn ich einfach das nur so mache, wie ich bin, also so, ist es am coolsten und am einfachsten und mir geht es auch dabei am besten. Ich muss da, ich habe keinen Kamm, ich habe keinen Föhn, ich trockne die Haare und die, also mit dem Handtuch, dann ist gut, mehr mache ich gar nicht. Darauf die Frage, womit machst du deine Haare? Das, was da ist, Creme, heute Morgen war es Spülung. Manchmal ist es so ein Schaumzeug, irgendwas. Hauptsache die strohen nicht so rum und ich sehe nicht aus wie... Also ich habe nichts gegen Howard Carpendale, aber manchmal sehe ich echt aus wie Howard Carpendale. Wenn ich die so von hinten nach vorne und dann, also wisst ihr, das ist viel Volumen, würde ein Friseur sagen. Gehen wir mal rüber zur Frage, warte mal. Rüber zur Frage Nummer 2. Freue mich auf die Ugly Bitch, ist ja keine Frage. Freue ich mich auch drauf. Achso, Haare. Ja moin, also ich habe die Videos sehr weitergeholfen haben. Das ist schon mal nett, das freut mich, dass euch die auch Videos weiterhelfen, das ist sehr geil. Weil du es lustig und unterhaltsam machst. Ja, das scheint so meine Natur zu sein irgendwie. Ich finde es cool, mal so Geschichten von dir zu hören, weil dein Leben ja schon recht abwechslungsreich war. Das ist es in der Tat gewesen und auch immer noch. Fände es cool, mal so Geschichten von dir zu hören, weil dein Leben ja schon echt abwechslungsreich war. Ja, cool, Geschichten von mir zu hören. Also boah, wo soll ich da anfangen, wo soll ich da aufhören? Ich habe mir meinen Rücken gebrochen. Alle jetzt so, also die Wirbelsäule genau genommen. Ich weiß auch nicht, warum ich darüber noch grinse. Also ich glaube, ich grinse darüber, weil ich immer noch laufen kann. Es ist ein, also, so bescheuert das klingt, ein Teil meiner guten Laune kommt daher, dass ich weiß, dass Laufen nicht selbstverständlich ist. Es ist geil, dass man laufen kann. Das klingt so, also so bescheuert das jetzt klingt, aber es ist wirklich geil. Denn ich bin mal auf einem Junggesellenabschied, aber da mache ich mal eine Folge drüber, glaube ich. Ich wollte von einem Hausdach auf das andere Hausdach springen. Hat nicht geklappt. Ich bin in der Dachrinne hängen geblieben mit dem linken Fuß und bin dann runtergefallen. Dabei bin ich so gefallen, habe mir die Hand gebrochen. Und bin dann auf mal Hintern geknallt und dabei ist meine Wirbelsäule gebrochen. Warum und so weiter brauchen wir gar nicht. Das Schlimmste an der Geschichte, also bis dahin habe ich gedacht, ich wäre unsterblich. Habe ich ehrlich gedacht und ich wäre auch unzerstörbar, weil ich habe schon eine Menge Scheiß bis dahin gemacht. Ich habe mir nicht mal einen kleinen Finger gebrochen. Das allererste, was ich mir gebrochen habe, war dann direkt die Wirbelsäule. Das war nicht so cool. Das Schlimmste, sage ich euch ganz ehrlich, war nicht ich. Also nicht, mein, nicht, dass mir das gebrochen ist, sondern als ich dann im Krankenhaus gelegen habe und auf so ein Brett gepennt habe, 14 Tage lang. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, Torsionsbrett oder so. Die binden dich fest an der Pizza für 14 Tage auf. Da kamen meine ganzen Freunde und Familienmitglieder und so. Und die kamen dann alle. Die haben alle geweint. Die haben alle geweint, weil, weiß ich auch nicht genau, die fanden das so schrecklich, dass ich da gelegen habe und so. Und für die war das noch viel, viel schlimmer als für mich. Und das, was mir so leid tat, ist, dass ich denen mit dieser bescheuerten Aktion so viel Leid zugefügt habe. Also auch vor allem meine Eltern und Opa und die waren dann alle so geweint und oh, ich hab, das war echt traurig. Und da kam jeden Morgen immer so ein Arzt rein und der so, und merken sie ihre Beine noch? Und das war die größte Katastrophe. Ich habe also die ganze Nacht immer so gelegen und habe immer so meine Füße bewegt. Meine Beine merke ich noch und ich kann auch noch laufen und ich kann auch Handstand mittlerweile. Sehr gut. Das ist eine meiner verrückten Geschichten, ja. Ich habe mir die Wirbelsäule gebrochen, mache ich mal eine Folge drüber. Vielleicht mache ich mal eine ganze Folge über meine verrückten Geschichten. Was ich so, das könnte ich auch mal machen. Gute Idee. Nächste Frage. Two Wheels, One Heart. Schreibt, ihr findet deinen Kanal einfach gut und das Konzept außergewöhnlich. Autos gefallen mir. Tesla, cool. Würde es feiern, wenn ihr Motorradschule ausbilden würdet. Mittlerweile Zero. Ihre Elektromotorräder gibt's. Das klingt ganz geil. Elektromotorräder? Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich bin mal Motocross gefahren mit so Elektromotorrädern in so einem Park. Das war ganz geil. Nikolas. Ich finde es nice zu sehen, was ein Fahrlehrer den ganzen Tag macht. Ja. nicht so Dinge, die so für so Fahrstunden auch so. Also ich glaube mir, nicht jeder Fahrlehrer macht so Dinge, wie ich jeden Tag mache. Oh, die Eier sind fertig. Oh, komm, wir gehen eben kurz zu den Eiern. Jeder Fahrlehrer macht so Dinge, wie ich jeden Tag mache. Da gibt es noch ganz, ganz andere Kaliber. Ja. Oh, jetzt muss ich hier. Immer, warte. Jetzt geht's wieder. Ja. Robin? Ja. Du müsstest dich um die Rechnung von Alibi Consulting kümmern. Ich möchte mich um die. Oh fuck, das ist dieses Ding mit den Schreibtischen und der Drucker und so, ne? Das ist keine ordnungsgemäße Rechnung. Ja, ich geb dir recht. Wir müssen das am Freitag abgeben. Am Freitag abgeben. Kannst du mir einen großen Zettel schreiben? Ja. Cool, dann mache ich das. Riesig.
Danke dir. Elisa ist spitze. Ich finde es nice, dass wir uns Fahrlehrer den ganzen Tag machen. Die gelassene Art der Videos gefällt mir. Cool. Ich finde zwischendurch ein paar Videos mit den Fahrschülern ganz interessant. Guck ich mal. Dann nehme ich irgendwie die GoPro mal mit ins Auto und euch auch und so. Funny, 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 Tyson schreibt, hi. Also ich finde deine super, wenn du einfach super bist, wie du bist, wie du bist. Und bei deinen Videos bekommt man echt gute Laune. Das ist gut, Freunde. Das hat übrigens was mit Physik zu tun. Weil wir alle bestehen aus Teilchen und Energie und so. Und wenn das eine positive Teilchen auf das andere trifft, rennt das andere Teilchen, das keinen Bock auf positive Ladung hat, entweder weg. Oder bleibt da so lange, bis es auch positiv ist. Das heißt also, zieht ihr euch die Videos lang genug rein? Seid ihr danach alle? Wow, ihr wisst, was ich meine. Vor allem lernt man viel, ja, das ist gut. Saß bei einer Fahrstunde und hab am Stoppschild echt gegrinst, weil ich an deine Videos denken musste. Honey, sauber. Mai, 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 Mai. Mai hat ganz viel geschrieben, das ist ja cool. Eigene Regeln erfinden im Straßenverkehr, kennt sie gut. Mathe? Ja, Mai schreibt, also warum sie den Kanal abonniert hat, das scheint zu helfen und so, cool, vielen Dank, das freut mich. Und dass du dich jetzt scheinbar sogar auch ein bisschen für Autos interessierst, ist cool. Die können also immer weiter her mit den Videos. Ja, es gibt auch immer weitere Videos, never give up. Mir ist gerade eine Frage eingefallen, nachdem du 10 Prüfungen gesagt hast, wie viele bestandene Prüfungen hattest du hintereinander gehabt, bis dann mal einer durchgefallen ist? Das habe ich noch nie gezählt. Noch nie gezählt. Ich will ja nicht sagen. 10, 12, 20, 30? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Ich weiß nur eins, es ist immer ein schmaler Grat für einen Fahrlehrer zu sagen, okay, du machst Prüfung. Weil, also ich möchte immer, dass ihr so wenige Fahrstunden macht wie möglich und so viele wie nötig. Ich habe mich mal mit einer Fahrlehrerin unterhalten, die hatte ein Jahr lang niemanden, der durchgefallen ist bei ihr. Ein Jahr lang. Und jetzt fragt euch mal nach dem Rezept einfach Fahrstunden, bis der Arzt kommt. Jetzt kann man das so und so sehen. Aber ich bin halt der Meinung, wenn euer Führerschein der Preis irgendwann so hoch steigt, weiß ich nicht, ob das dann so gerechtfertigt ist. Deswegen denke ich, also wenn ich in euch das Potenzial sehe, das zu schaffen zu können, diese nervliche Seite, die ist dann auf eurer Seite, die müsst ihr dann durchhalten. Aber fahrerisch, wenn ich sehe, ihr habt das drauf, rechts vor links, Stoppschild, Autobahn, bing, 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 das klappt alles, dann können wir die Prüfung, das ist alles geil. Aber ist ein schmaler Grat. Ich habe aber noch nie gemessen, wie viele Fahrschüler an einem Stück, also ich weiß es ehrlich nicht, ob es 10, 20 oder 30 waren. Ich weiß nur, wenn man 3 hintereinander durchfallen, dann ist man als Fahrlehrer auch ein bisschen down, weil man so denkt so, oh, das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, danke mal. Nächste Frage. Chiara, hey, warum wir dich abonniert haben, ist ganz einfach. Cool, dass du gute Laune, du lenkst mich immer persönlich vom Arbeitsstress ab. Darum geht's, Mann, darum geht's. Chiara, sehr gut. Wichtig ist, ihr sollt auf, also ich habe auch auf der Arbeit Stress. Nee, jetzt nicht mehr. Das hat sich jetzt erledigt. Aber es gibt Situationen, in denen denke ich, das könnte man doch anders machen. Dann hast du viele gute Sachen geschrieben. Du versuchst alles möglich zu machen und gibst uns Mut, Träume zu verwirklichen. Ja, das solltet ihr auch tun. Also lasst euch von niemandem einreden, dass ihr nicht, was ich, ein Haus in Kroatien haben kann, ein geiles Auto, ein Boot. Wenn ich der Typ mit der Wirbelsäule vom Dach gefallen, boom, bada bang, ich habe übrigens nur Realschulabschluss. Wenn ich sowas hinkriege hier, dann könnt ihr das auch. Ehrlich, ist no secret, keine Löcher in der Hände. Kein geheimer doppelter Boden, keine Zaubertricks, ich habe keinen reichen Onkel, doch einen habe ich, aber der, also wir gehen ab und zu mal miteinander essen, aber der hat mir noch nichts vererbt. Und also meine Eltern haben mir auch nichts in den Hintern geschoben, ihr wisst, was ich, ja, also ist kein Trick, ihr könnt das auch. Wenn euch interessiert, wie, kann ich darüber auch mal Videos machen. Du hast so viel geschrieben, Chiara, Mann. Also vielen Dank natürlich, ne? Ich finde es auch mal cool zu sehen, wenn du mal Fakten über dich erzählst, zum Beispiel, was du mal Abgefahrenes erlebt hast oder wie du einfach die Fahrschule aufgebaut hast, vielleicht auch was aus deiner Kindheit oder peinliche Momente. Ja, ich glaube, da mache ich mal, das scheint mehrere von euch zu interessieren, da mache ich mal eine Folge drüber. Abgefahrene oder peinliche Momente in meinem Leben, da gibt's. Und früher schon, als ich Musik gemacht habe, haben wir einen Freund von mir dabei gehabt, der hat immer gefilmt. Also habe ich auch ziemlich viel auf Video. Ja, das werden wir mal machen. Noch einen peinlichen Moment kann ich euch von gestern erzählen. Ich war gestern auf einem Seminar. Das hieß Masterclass of Personality. Und da habe ich den halben Tag nur geweint. Also auch die Folge kann ich hier oben irgendwo mit so einer Karte verlinken. Ich guck mal, das kriege ich bestimmt hin. Das war echt komisch. Vor allen Dingen, ich bin ja echt so ein, ne, happy Typ und so und alles ist geil. Und dann kommen wir da hin und reden so mit den Leuten. Erster Teil des Seminars war cool, war auch lustig. Zweiter Teil sagen die so, jetzt wird gearbeitet. Ich dachte, okay, alles cool, die teilen uns in so Gruppen auf. Ich stehe gegenüber so wie jetzt mit euch von so einer Frau. Und dann war die Übung, tief in die Augen gucken.
Und da fängt die Frau so an zu zittern, ne? Und sie so, oh, von der Übung habe ich schon gehört und so. Und ich so, komm, entspann dich, alles ist gut. Was soll denn schon passieren? Und dann gucken wir uns so in die Augen. Allerdings nicht eine Minute, sondern ich glaube, es waren 5, 6, 7. Wenn ihr jemanden mal wirklich gerne habt, ne? Aus eurer Familie, Freunde und so weiter. Setzt euch mal hin mit dem. Und also, nachdem es dann irgendwann lustig ist, sich in die Augen zu gucken, wird es irgendwann ernst. Ohne ein Wort, ihr dürft kein Wort sagen. Es ist richtig abgefahren. Und dann guckt ihr euch in die Augen. Leute, da fliegt euch der Hut weg. Kompletter Hut. Der fliegt ganz weg. Ja. Und erst hab ich so gedacht, was ist das? Aber ihr dürft ja nicht weggucken. Also guckst du an und denkst so, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und neben dir sind dann noch 100 Leute, die dann auch das Gleiche machen. Und ja, das war ziemlich peinlich am Anfang. Danach war es cool. Danach lag ich mir mit einer wildfremden Frau, die war so ein bisschen älter. Und dann haben wir uns einfach so, dann lagen wir beide weinen in den Armen und haben so, das war echt so. Aber es war geil. Tobi Beck, danke nochmal dafür. Richtig gut. Also, ich hoffe, das waren so ein paar von den Kommentaren. Ich schaffe nicht alle heute, weil ich muss die Folge auch noch schneiden. Aber ich glaube, es wird eine Folge darüber geben. Erstmal vielen, vielen Dank für das Feedback. Vielen, sau vielen Dank. Richtig geil. Ich werde eine Folge darüber machen, über diese ganzen crazy Momente und sowas. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber es wird eine geben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste aus eurem Montag. Heute ist Montag. Und denkt dran, ich hab euch lieb. Wenn euch der Stuff gefällt, abonnieren und liken könnt ihr auch. Dann wird das Ganze noch mehr gerankt und alle anderen haben auch mehr Happy Stuff und so. Passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Haut rein. Tschüss.